Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr wisst Bescheid, wie das läuft. Ich bin noch in Kairo, ja. Six all in the mix. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir sind auf dem Tahrir Square, die Einkaufsstraße. Und heute ist es am Freitag. Heute ist es soweit. Wir haben Freitagabend. Und schaut mal bitte, was hinter uns so vor sich geht. Hinter uns, vor uns, überall. Ja. Der Typ auf dem Motorrad ohne Licht, Alter. Genau so läuft er. Der Typ hat wenigstens noch Licht. Ja. Ja, Six All in the Mix. Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal an die Leute, die gerade neu hier eingeschaltet haben und mich gefunden haben. Guck mal, der Typ, wie der Müll sauber macht. Macht das bitte jetzt. Und ich würde sagen, folgt mir auf diese Reise. Ja, durch Kairo, Downtown. Schauen wir mal, was uns so erwartet. Ja, der Kollege ohne Licht. Heftig für so einen Deutschen oder Europäer, der hier so auf den Straßen chillt, ist das ein sehr krasser Kulturschock. Ne? Also, ich meine, seht euch mal um. Alles ist laut. Die Autos rasten komplett aus, die Autofahrer. An einigen Stellen kommst du hier gar nicht mal durch. Ja, also, es ist schon next, next level. Was mir gesagt worden ist, ist, ich muss mal nach Indien, da soll es noch schlimmer sein. Bombay oder Mumbai. Shawarma an jeder Ecke. Fahrende laute Autos. Autos mit Licht, Autos ohne Licht. Shawarma an der Ecke, Fitze an der Ecke. Shawarma-Läden, Beef oder Chicken, alles was ihr wollt. An den Ecken, sehr, sehr interessant. Wirklich. Und sehr, sehr lecker. Also Streetfood an sich ist wirklich sehr, sehr lecker hier. Drei Leute auf einem Motorrad, das ist so der Klassiker in Kairo. Ja. Ein Kind, was aus dem Auto rausguckt und schreit. Ja. Das ist echt der Chaos, aber ich liebe es. Habe ich schon oft genug gesagt. Und man merkt tatsächlich auf den Straßen, dass hier Freitag ist heute. Merkt man, oder? Merkt man den Freitagabend? Seid mal ehrlich. Ist der Geilste. Er sagt, willst du mitkommen? Nee, Bruder, alles gut. Also, wir gehen mal ganz klar weiter. Jetzt mal vielleicht ohne mein Gesicht. Alter, hier wird die Ball gehupt. Schaut mal bitte hier. Was ist hier los? Ich liebe das Ambiente. Hier kannst du wirklich 1000 Videos machen. Ich werde jetzt mal einiges an Folgen hier rausknallen von heutigen Abend. Ja? Schauen wir mal ganz kurz auf der anderen Seite. Die haben zu mir gesagt, du musst einfach nur stur vorbeilaufen. Boah, der Typ, Alter. Ihr seht, wie gefährlich das ist, ne? Ja, ja, ich bin ja schon weg. Anzüge. Ein paar andere Dinge. Kairo Downtown, Freunde. Das ist die Welt. Das wollt ihr sehen. Was geht eigentlich da hinten? Ist alles voll? Ich glaube, das ist ein richtig guter Shawarma-Laden. Ja. Schauen wir uns mal um, was heute noch so läuft. Der Typ hat gerade ein bisschen Wasser auf meinen Arm gekippt, um mich zu locken. Also alles, hier findest du wirklich alles. Die Leute verkaufen hier wirklich alles. Heftig. Gut, der Müll ist natürlich auch ein bisschen da. Aber alles noch dezent. Ich würde ganz gerne zur Massage gehen. Ich weiß nicht, ob die hier so Massage haben. Ob die sowas hier anbieten, Kopfmassage, Körpermassage. Eigentlich nur Kopf und Nacken, mehr brauche ich nicht. Rücken ist eigentlich egal. Ja, wäre auch interessant. Also in jeder Ecke sind Schuhe und Gott weiß, was sie alles verkaufen. Auto wird wieder schwierig hier, die Straße zu crossen. Da müssen wir mal schnell sein. Das
Sehr interessant. Auch wieder ein Schuhladen, Adidas, Nike. Natürlich alles fake. Was ist das? Metro. Das ist ein Kino, wa? Heftig, was hier abgeht. Auf jeden Fall. Laufen wir mal an den Seiten herum und gucken uns an. Der Typ verkauft Gürtel. Auch interessant. Was haben wir? Ja. Hier wird auf jeden Fall Eis verkauft. Eiscreme. Auch cool auf jeden Fall. Wieder mal einen Klamottenladen. Überall Musik, überall Gehupe. Sehr wild. Das Mädchen, was aufs Dach guckt, ist auch krass. Ach, da drin war es so voll, dass sie irgendwie sich an die Tür setzen musste, an die verschlossene Tür vom Auto und dann so aus dem Dach herausguckte. Heftig. Straßenhunde. Die dachten sich, was geht bei dem ab? Jetzt verfolgen mich die Hunde. Was geht da hinten ab? Ist alles voll. Guck mal bitte. Ist alles wunderschön. Der Kollege aus dem Balkon, auch sehr, sehr cool. Cairo City. Cairo City. Sehr interessant. Hier gibt es so ein Taschenparadies. Hallo. Alter, was geht hier ab? Heftig. Gehen wir da mal rüber. Kurz auf die andere Seite. Oh, die Autos wieder. Oh ja. Ah, die Kollegen folgen mir, ja. Was geht, Jungs? Alles okay? Ich sehe die Jungs die ganze Zeit schon, Alter. Die folgen mir. Nicht, dass das Leute sind, die mich abziehen können hier. Aber alles ist möglich natürlich. Kriminalitätsrate 10% in Ägypten. Was erzähle ich da? Ich habe letztens im Internet gesehen, 40%. Also die haben schon ein bisschen was. Ja. Auf jeden Fall wunderschön hier. Hier werden auch Tücher und Schuhe verkauft wieder. An jeder Ecke ist irgendwas. Sehr, sehr cool. Pullover. Das sind Pullover. Tücher, Pullover, Schuhe. Hier sind Schuhe wieder. Hier noch mehr Tücher und Pullover. Auch alles findet hier auf der Straße statt. Auch sehr interessant. Bücher, Literatur. Alter, heftig. Was habe ich da gerade gefunden? Das ist heftig, das Buch ist heftig. Ich habe ein Buch gefunden, in einem muslimischen Land habe ich das gefunden. Kairo ist muslimisch. The Secret. Krass, Digga, das Buch habe ich vor 10 Jahren gelesen. Heftig. Einer der größten Erfolgsbücher der Zeit. Das Geheimnis, The Secret. Krass, krass, dass sie das hier haben. Weil normalerweise sind sie nur islamisch aufgewachsen und mögen solche Bücher nicht. Das Buch besagt, The Secret, das Buch besagt, dass alles, was du heute machst, alles an dir liegt. Dass dir niemand helfen wird, außer du dir selber. Dass alles mit Karma existiert. Bist du schweinig, kriegst du nur Schweinesachen. Bist du nett, kriegst du nur nette Sachen. Und das Buch repräsentiert diese Aussage. Und das Buch ist auch nicht religiös. Ja? Das Buch beschreibt Religionen sowas wie Matrix. Limitierung. Wir limitieren uns selber durch andere Bücher. Das Buch sagt eigentlich aus, dass alles an uns liegt. Dass wir alles aus eigener Kraft schaffen. Sorry, sorry. Schon krass, dass sie das da liegen haben in Ägypten. Hier in Kairo. Googelt mal, The Secret. The Secret. Also das Geheimnis. Das Buch hat mir wirklich sehr weitergeholfen damals. Wenn ich weiß, wovon ich spreche, soll ich es einfach googeln. Hier nochmal ein Schuhladen an der Seite. Wow. Hier hast du alle möglichen Schuhe. Auch interessant. Naja. Also die Ecken sind hier wirklich sehr voll. Vor allem an den Seiten hier. Ob Eiscreme, Klamotten oder sonst was, Schuhe. Nüsse sehe ich hier gerade. Obst und Gemüse. Ey, die haben wirklich alles hier, Mann. Wirklich. Ich wäre auch auf der Suche nach passenden Schuhen. Aber ich weiß nicht, ob die die haben. Hey, how are you? Wie geht's? Alles okay? Cool. I don't see my type.
Danke, Bro. Die zwei Jungs schieben den Wagen, der wahrscheinlich ausgefallen ist. Automarke Kia. Schau mal, die schieben den Wagen. Auto ist durch. Schieb noch mehr. Boah, da hinten geht noch mehr ab. Gehen wir mal weiter vorne. Weiter nach vorne. Sie geben ja auch richtig Gas, Alter. Ich sehe eine Palästina-Flagge vom Weiten. Hier ist auch ordentlich was los an den Straßen. Wow. Palästina-Flagge. Uralte Autos. Und der ägyptische Präsident zurzeit. Volles Haus. Ich glaube, das hier ist ein Shisha-Café, wo wir gerade stehen. Was macht der alte Mann da hinten? Auch interessant mit dem Wasser. Krass, Mann, auf jeden Fall. Wir gehen mal ganz kurz drumherum und schauen uns mal an, was hier so läuft. Riesencafés an den Ecken, Müll auf den Straßen. Die Gerüche sind unbeschreibbar. Was ich hier alles schon rochen musste, riechen musste, ist unglaublich. Und hier wird es jetzt auch voller. Die Lieferjungs. Vor mir, hinter mir. Lieferservice. Eine Katze, die versucht hochzuklettern. Schau mal bitte, was hier los ist. Freunde, was geht hier eigentlich ab? Was ist hier los? Das ist doch eine Gegend am Freitagabend, oder? Hier war ich noch nicht, glaube ich. Hier war ich noch nicht. Ja. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Wow. Cairo City. Mit Shisha. Mit Shisha-Bars. Schaut mal bitte. Heftig. Sehr, sehr heftig. Ich überlege, ob ich mich einfach hinsetze und mir auch eine Pfeife bestelle. Weil ich rauche eigentlich nicht. Trinke auch kein Alkohol. Esse kein Zucker. Aber so ein bisschen Shisha nebenbei wäre eigentlich auch okay. Fragen wir mal ganz kurz. Mal sehen, ob es hier auch schmeckt. Wir laufen erstmal bis da hinten hin. Machen das Video zu Ende. Und dann kommen wir wieder zurück, um eine Shisha zu rauchen. Wäre auch interessant, oder? Mal unterwegs zu sein. Ja, ich meine, mal hinzusetzen. Nicht nur unterwegs zu sein. Hier ist wirklich alles voll, ja. Klamotten und Bars an jeder Ecke. Da hinten ist Party, glaube ich. Die Leute rasten da komplett aus. Schau mal bitte. Da ist Party. Ich hoffe, die Musik ist nicht so crazy. Wie die Creator das sind. Gold, Silber auf der Straße überall. Eigentlich findet ihr alles hier. Gehen wir mal die Straße entlang. Das Krasse ist, es passieren so viele Sachen hier auf einmal, gleichzeitig. Man weiß gar nicht, wo man ist, wo man anfangen soll. Salam. Heftig. Auf jeden Fall. Wunderschön, so mit den Cafés. Noch mehr Cafés und Restaurants. Shawarma an den Ecken. Dann auch sehr viele Geschäftsleute an den Ecken. Noch mehr Shisha-Bars.
Krass, Alter. Alter. Der Typ mit dem Megafon im Mund. Der singt einfach. Sie sind hier sehr, sehr sozial. Und ist heftig, ne? Guck mal bitte die Straße an. Plumps, Bein gebrochen. So wie ich im letzten Video. Heftig. Ab hier endet das Ganze. Was heißt endet? Da hinten geht es ja noch weiter. Aber ab hier würde ich sagen, reicht es auch schon mal. Ihr seht, was hier abgeht. Cairo City. Wunderschön. Also in Deutschland ist nicht so viel Action wie in Kairo. Das geht auf jeden Fall ab hier. Ich weiß nicht, wie die Shisha-Bars hier sind. Ich habe ein bisschen Angst. Aber gut. Auch sehr alte Gebäude zwischendurch. Schaut mal bitte die Gebäude an. Aber da wohnen sie. Überall Schmuck auch. Gold auf dem Boden. Silber. Die verkaufen wirklich alles. Und das Krasse ist ja, das Zeug ist echt. Das ist wirklich echt. So, wir gehen zurück. Und dann beenden wir auch das Video, Freunde. Das war's dann auf jeden Fall für dieses Mal wieder. Ja? Shisha wäre nicht schlecht. Salam, Bruder. Salam. How are you? No, it's okay. I have video. Yeah, thank you. Der Typ packt seine Kamera raus. Der kleine Mann hat eine riesen Kamera gehabt und wollte ein Foto von mir machen. Ich meine, Bro, ich habe schon ein Handy. Alles gut. Ja. Sehr interessant auch hier das Essen an den Seiten auch. Schöne Gegend. Der Typ mit dem Tablett auch sehr interessant. Wie gesagt, die Gerüche, daran müsst ihr euch gewöhnen. Aber es ist ja in Ordnung. Das war's, ich beende mein Video. Das war's mit diesem Video, Freunde. Ein weiteres Video geht zu Ende. Vielleicht verbinde ich ja dieses Video mit jemand anders. Mit einem anderen Part. Wer weiß. Hier ist die Shisha. Heftig, wie die aussieht hier. Da hat er noch meine Gebete erhört und hat die Musik ausgeschaltet. Heftig. Musik natürlich das Problem hier, weil die spielen hier überall Musik. Für uns ist das nicht so cool, so, aber wir probieren das halt aus. Ne? Wir probieren trotzdem alles aus. Wir setzen uns jetzt hier hin und bestellen uns die Shisha. Und damit ist meine Arbeit für jetzt, für diesen Augenblick vorbei. Genau hier setzen wir uns hin und probieren die Shisha. Ich überlege gerade, wer vom Restaurant hier zuständig ist. I sit here, brother. Shisha. Okay. Thank you. Shukran. Hinter mir. Which flavor you have? I have other lemon with mint, the mango is kiwi, strawberry with mint. What is the best? What is the best? Not too heavy for my head. I have a flavor skizzy. Skizzy. The cups are hinter mir. Love. Ah, love, 66? 66 and love. Love for four food. Yeah, it's perfect, because it's not so hard, you know? Okay. Because all the different is very strong, you know, for my head. I like only what the woman like, because it's very easy, you know? Okay. Yeah. Okay. What do you drink? I drink, you have water with gas? Water. Sparkling? No. Water, normal water, yeah? I have juice, Turkish coffee, cappuccino. No sugar. I'm out of sugar. No sugar? Yeah, I have orange juice, fresh, no sugar. And, like pressed? Yeah. No water, no ice, and no sugar. No. Okay, halas. Stop. And banana with milk. No, banana is too hot, too heavy. Okay. But orange juice, normal, okay. With no water,
Because water problem for me. I'm European in the stomach. I'm gonna die next month. Have a nice time. Thank you. Okay, I take this fruit, this loaf. Loaf. It's good, tabak? This is best. I hear that Egypt have the best tabak from the shisha. Have a nice time. Thank you, thank you. My name is Zizou. Zizou. Abaziz. Abaziz. Ah, my name is Rustam. Rustam. Rustam? Rustam. Rustam. Yeah, Rustam. Have a nice time. How much is the shisha, Habib? Shisha 100, juice 15. Okay, okay, sehr gut. Thank you. Also, wir haben uns jetzt nochmal was zu trinken bestellt und eine Shisha bestellt. Er sagt, dass die besten Shishas aus Ägypten kommen. Und ich weiß, dass die besten schlafenden Katzen aus Ägypten kommen. Ja. Hier sind Katzen. Süß. Einfach so. Hier ist die Mutter und hier ist, die, und hier ist das Baby. Die Mutter, das Baby. Voll süß. Die sehen voll weich und flauschig aus. Aber vielleicht haben die auch Krankheiten. Man weiß es nicht. Okay. Das war's, Freunde. Das war's mit diesem Video. Ich bin jetzt hier von der Shisha-Bar. Ich probiere so ein bisschen die Shisha aus. Vielleicht seht ihr das aber noch im nächsten Video. Das Video wird kein One-Take. Ich schneide ab und zu mal. So, jetzt bin ich hier in so einer Shisha-Bar gelandet. Aber draußen, schaut mal bitte, hier draußen ist die Hölle. Wie vorhin schon gezeigt. Dazu trinke ich einen Orangensaft. Frisch gepresst, ohne Eis, ohne Wasser und ohne Zucker. Hier trinken wir den Orangensaft am Abend, nicht zum Frühstück. Und eine schöne Pfeife, die sich sehen lassen kann. Klar, sehr primitiv gemacht aus Plastik. Schlauch auch aus Plastik, aber es ist okay. Ich habe zwar das Gefühl, dass ich Plastik mitrauche und so das Diese Alupapier hier. Aber man gönnt es ja sonst nichts. Ne? Kostet nur 100 ägyptische Pfund. Also 2,80 Euro kostet eine Shisha hier. In Downtown. Die Leute sind sehr, sehr nett und ich rauche hier meine Shisha. Was für ein Ambiente hier drumherum. Wunderschönes Ambiente, Kairo. Unschlagbar hier. Das Leben kann so schön sein, Freunde. Ja. Der Kollege lernt jetzt aus und macht wieder was Neues rein. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Das war es auch schon mit diesem Video. Ich verabschiede mich von euch. Danke euch fürs Zugucken. Six, all in the mix. Bis zum nächsten Video. Und ja, der Kollege hat das letzte Wort. You have the last words. This is Musa. Musa. My name is. Nice to meet you, brother. Yeah. Yeah. Yeah, you're originally from Cairo? Are you from Cairo original? Yeah. Yeah. Ah, okay. Where are you born? Yeah. In Giza or in... Faisal. Ah, okay. Faisal, okay. Yeah, yeah. But you work here, your family here, all here? Yes. Yeah. Ah, okay. Thank you very much. The shisha is amazing. Yeah. Yeah. Ich fühle mich wie in der Sonderlee. Ja. Also reicht auf jeden Fall aus. Danke euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Grüße aus Kairo. Downtown Kairo. Thank you.